Also dann heiße ich erstmal wieder alle herzlich willkommen zum mittlerweile 7. Miviso Mittagstalk. Und zwar jeden Dienstag werden wir jetzt in Zukunft Experten einladen aus verschiedensten Bereichen der Immobilienbranche und schauen, dass sie ein Augenmerk darauf haben, wie die Immobilienvermarktung aus der Sichtweise von unterschiedlichsten anderen Branchen und vor allem dann eben dort eben Experten gesehen wird. Ich selber bin Niklas Tantius, Key Account Manager bei Miviso Immobilienvisualisierung. Und bitte den Talk wirklich nicht verpassen. Wir liefern euch hier wirklich Spitzen-Content von Personen, die wirklich wissen, was sie da tun, mit jahrelanger Erfahrung. Es wird nochmal zur Wiederholung jeden Dienstags immer um 13:30 Uhr, circa 15 bis 20 Minuten stattfinden. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das im Nachhinein bei YouTube sich alles nochmal anzuschauen. So viel Cool. einmal dazu. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir. Und zwar die Sophie Barcel. Ist eine gebürtige Belgierin und lebt seit 15 Jahren im wunderschönen Tirol. Schon seit der Schule ist sie im Visual Merchandising tätig gewesen. Mit 20 hat sie als Store Managerin gearbeitet, das schon eine recht hohe Position ergattern können. Und sie hat eine Ausbildung als Malerin absolviert. Ihre große Passion hat sie vor allem in der Inneneinrichtung von Immobilien gefunden. Sie ist auch stolze Mama einer wunderschönen 5-jährigen Tochter, die liebe Nea. Und ich sag mal in Anführungszeichen, so trotz Kind, also sie als Mama hat mit 2018 ihren Traum erfüllt und sich selbstständig gemacht. Also wirklich eine Powerfrau, die ihren Zielen und Träumen nachgeht. Letztes Jahr wurde das auch wiederum belohnt. Und zwar hat sie da den Design Dream Wettbewerb gewonnen und ist somit schon auch aus ProSieben Austria bekannt. Und heute habe ich sie als Gast hier. Sophie, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Hast du sehr gut gemacht. Es gibt wirklich einiges zu dir erzählen. Also es ist spannend, wie sich immer die Wege dann so ergeben und vor allem so mal da auf die Historie geschaut, steckt wirklich einfach viel Herzblut dahinter. Und ich finde, das Genau. sieht man wirklich auch bei der Arbeit, der du machst. Ich will aber gleich schon mal mit der ersten Frage starten und mich da auch wieder um das jetzige Thema einmal kümmern. Die Corona-Krise ist allgegenwärtig und die Frage habe ich auch den anderen Interviewpartnern schon zum Einstieg gestellt, dass sehr viele Experten das auch als Chance sehen, als sogenannter Digitalisierungsbooster mit Homeoffice, verschiedensten digitalen Tools wie mit jetzt Zoom, TeamViewer, was auch immer. Und da ist eben die Frage an dich, wie erlebst du denn jetzt gerade die Situation und vor allem eben den Bezug auf die Immobilienbranche? Naja, der Punkt ist, man wird kreativ in so einer Krise, oder? Also bei mir ist natürlich der Punkt, dass ich normalerweise immer zu die Kunden nach Hause fahre, da alles bespreche. Also ich bin eigentlich immer unterwegs und treffe mich mit Leuten. Das war natürlich in der Krise die erste Woche ein bisschen schwierig. Also habe ich auch überlegt, wie kann ich das für mich jetzt nützen, dass ich trotzdem weiterhin mit Kunden arbeiten kann. Ich habe auch realisiert, dass ich eigentlich von zu Hause viel umsetzen kann. Also wenn ich zum Beispiel Pläne kriege von meinen Kunden und das dann quasi zu Hause vorbereite, schon mir Gedanken mache, und dann den Raum eh besichtigen gehe, alleine natürlich, dann kann ich das schnell zu Hause umsetzen. Und da ist natürlich ein Team auch ganz wichtig. Also ich habe auch ein Team von Leuten, Handwerker, meine Top-Fotografin, die weiß auch genau, wie alles in Szene zu setzen ist. Also ist es für mich einfach auch perfekt zu wissen, wenn ich die Vorbereitung mache und dann jemand alleine zum Beispiel die Fotos abwickeln geht, dass das alles einfach läuft. Ja, also für mich war das so, wie setzen wir das um und wie machen wir das besser? Also von zu Hause kann man digital eh schon viel machen. Und welche Probleme sind dann eben aufgekommen, die du beobachtet hast? Und vor allem, wie sind sie eben durch die digitalen Möglichkeiten gelöst worden? Was zum Beispiel digital immer gelöst werden kann, ist, ich habe zum ersten Mal jetzt Kunden gehabt, nur über Skype. Also wie man gesagt hat, normalerweise geht man zu Hause zu den Kunden und jetzt haben wir einfach gesagt, machen wir doch eine Skype-Konferenz, wie wir jetzt gerade eben machen. Lernt man den Kunden kennen und man kann auch einfach
durch das Haus mal gehen und zeigen, wie es ausschaut und sich Ideen und Gedanken schon machen über das Projekt. Und auf diese Art kann man quasi auch Projekte umsetzen. Also einfach nur digital über FaceTime. Ja. Sonst werden wir mal auch in die Tiefe gehen, was genau dann eben auch deine Arbeit dann eben ausmacht. Erzähl doch mal, so, was ist so genau das, was Homestaging wirklich ausmacht? Homestaging, was es ausmacht für mich, ist eine Immobilie, die leer ist, finde ich, hat für viele Menschen haben einfach kein Raum, Dimensionen, Vorstellung. Also wenn man in eine leere Immobilie reingeht, dann hat man nicht echt so das Gefühl, wo tue ich was hin, wo stelle ich meine Möbel, oder viele Menschen haben einfach schon Möbel und große Teile, was sie denken, das hat überhaupt keinen Platz in den Raum. Also es ist sehr schwierig, sich vorzustellen, wie man das dann tatsächlich einrichtet. Mit Homestaging kann man quasi durch die Immobilie einzurichten, mit Möbeln tatsächlich ein Bild zu geben oder auch die Räume zu definieren, zum sagen, okay, das wird eher Schlafzimmer, da kann man ein Büro machen, dass man quasi schon vorab die Räume so gestaltet, dass es für den Makler eigentlich auch leichter ist, die Kunden herzuziehen, weil die Kunden auch sagen, okay, das ist eher Wohnung für mich mit Familie oder das ist eher Jugendwohnung oder man kann das eher gleich definieren auf diese Art mit Homestaging. Und vor allem, was mich auch nochmal interessiert, oder ich glaube auch viele andere, die vielleicht jetzt eben Homestaging noch nicht angewendet haben, es vielleicht schon mal gehört haben, was sind denn vor allem auch die weiteren Anwendungsbereiche? Das ist eben einmal schon angesprochen, so Bestandsimmobilien eben richtig gut in Szene setzen zu können, die Potenziale und die Intensität wirklich live hervorzuheben. Gibt es noch weitere Anwendungsbereiche? Erzähl doch mal was aus deinem Tätigkeitsbereich, was du schon alles gemacht hast. Also mit Homestaging, ich sehe es immer so als ein Projekt, es gibt Homestaging und Styling. Was zum Beispiel auch sehr spannend ist, sind Ferienwohnungen, ja, was ein Update brauchen. Da ist natürlich auch wieder das Tool mit Digitalisierung, zum Beispiel mit Visio mit euch zum Kombinieren, weil man sagen kann, die Immobilie wird zum Beispiel jetzt komplett oder die Ferienwohnung wird komplett renoviert. Man will quasi jetzt schon vermieten, aber wie soll man vermieten, wenn man keine Bilder hat? Ja, da ist zum Beispiel sehr gut, digital schon einen 3D-Plan zu erstellen. Ich habe schon das Konzept im Kopf, was ich dann weitergeben kann. Das wird dann eigentlich schon so vorbereitet, sodass der Kunde schon den 3D-Plan hat und damit auch seine Vermittlung schon machen kann oder die Verbuchungen schon machen kann. Und dann wird es nachher eben umgesetzt. Also es muss Immobilien, es gibt viel unterschiedliche Immobilien. Wenn man jetzt sagt, okay, eine leere Immobilie ist Homestaging klassisch gut, weil man sagt, man richtet es ein, dass man die Raumdimensionen erkennt. Man hat dann auch wieder geerbte Immobilien, was, glaube ich, bei uns Thema sehr wichtig wird, weil geerbte Immobilien, viele Menschen gehen rein in so einen Raum, man sieht es auch schon ans Exposé. Man meint gleich, okay, das ist alt. Sie sind jetzt verbunden wieder mit Kosten. Der Makler hat immer das Problem, dass wieder Preisverhandlungen stattfinden, weil das muss gemacht werden, das ist nicht schön. Und an der Hand quasi von das einfach wieder schön herzurichten mit einen kleineren Kosten, um das dann so zu gestalten und neu zu machen, hat man viel mehr Potenzial für die Immobilie. Muss ich jetzt auch umdrehen. Alles gut. Ich hatte auch schon spannende Gesprächspartner jetzt hier in der Interviewreihe, unter anderem nämlich auch dem Georg Wimberger, der hat eben auch schon angekündigt, das ist auch seine Meinung, er geht vor allem viel mehr jetzt in Zukunft darauf ein, vor allem Makler oder auch eben Bauträger darin zu schulen, richtig gute Bilder und auch sozusagen Image-Videos von Immobilien zu filmen. Und ich denke mal, das ist ja eben auch dieser Schritt in die Digitalisierungsrichtung, wo es immer wichtiger wird, einfach so eine digitale Persönlichkeit sich aufzubauen. Und da ist natürlich ein großer Unterschied. Und ich finde das immer, wo es so wunderbar so Hand in Hand geht, so das analoge Staging und die digitalen Möglichkeiten, das dann auch nach außen zu bringen, wie eine solche Wohnung. Ich meine, es gibt ja gewisse Influencer, die auch schauen, wie sie den ganzen Tag lang ihr Bild aufbereiten, dass es einfach
richtig gut ausschaut, warum nicht das Gleiche bei Immobilien? Ja. Kennst du denn da auch schon irgendwie andere Märkte, wo das schon, wo man so Parallelen herholen kann? Na, die Sache ist, ich hätte da jetzt gerade auch ein Beispiel von einem Projekt, was ich abgeschlossen habe, weil es gab jetzt ein Projekt, ein Reihenhaus zu verkaufen, was jetzt echt schon monatelang leer gestanden ist. Es war eine Immobilie, was ich von der Räumlichkeiten sehr cool aufgeteilt gefunden habe, aber für viele Menschen war das einfach so ein Raum, man betretet die Räume, die waren eher klein und ein bisschen versetzt, verwinkelt, was immer jeder das Problem gehabt hat, da kriege ich nichts rein, wo mache ich jetzt den Flur, hat mein Essplatz da überhaupt Platz in den Raum oder ist es jetzt zwei Schlafzimmer? Und für dieses Projekt war das so spannend, weil das habe ich dann einfach komplett gehomestaged und eben auch die Räumlichkeiten ein Ziel gegeben, ja, dass ich auch sage, okay, man geht rein, der Flur wird da gemacht, unten planen wir eben so ein Büro, Schlafzimmer, also einfach alles eben durchdacht. Und da hat man echt gesehen, durch die Möbel auch reinzustellen, dass man viel schneller das Gefühl hat, okay, ja, so funktioniert es. Ah, so kann ich es machen. Und da kann ich da meinen Stauraum. Und das war bei dem Projekt sehr spannend, weil das war jetzt gerade die Corona-Krise hat gestartet und ich habe gerade das ganze Haus eingerichtet gehabt. Und dann 2 Tage später hat es geheißen, Corona-Krise, jeder bleibt zu Hause. Und da habe ich zum ersten Mal auch gedacht, okay, ich bin gerade auch noch nicht der Instagram-Profi, aber ich versuche mich jedes Mal ein bisschen zu verbessern und habe ein Video gemacht, wie ich eben durch das Haus spaziere und erkläre dabei, was ich mir dabei gedacht habe und wie die Räumlichkeiten seien. Und nur an der Hand mit diesen Fotos und das Video haben wir es dann eben weitergeleitet und die Immobilie wurde innerhalb von 3 Wochen verkauft. Wahnsinn. In die Corona-Krise. Also ja. Das war einfach mal die Bestätigung, dass auch Projekte, was eher schwierig sein, man einfach das Beste herausholen kann, mit dem Homestaging zu machen und dann auch wieder mit der Digitalisierung, was wir schon vorher besprochen haben, zum Beispiel dieses Projekt, was war auch, da habe ich auch das 3D-Plan benutzt, weil wir zum Beispiel draußen jetzt noch Winter gehabt haben, teilweise noch Schnee, Regenfall und die haben eine riesenschöne Terrasse gehabt, was man nicht stagen kann, wenn man weiß, okay, morgen liegt der Meter Schnee oben, da muss man kreativ werden. Und da habe ich dann eben mit Miviso gesagt, okay, wir planen jetzt einen 3D-Plan für die Terrasse, dass auch wieder da der Käufer sehen kann, was kann man draus machen. Und ja. Ich glaube, da war einfach die Kombination von der Stagen, das Video, was wir dann gemacht haben, das 3D-Planung, dass einfach das Gesamtbild dazu geführt hat, dass es dann auch sofort verkauft war. Ja. Finde ich immer die besten Beispiele, wenn man halt wirklich sieht, man hat irgendwas dann eben gemacht und es geht wirklich wahnsinnig schnell. Ja. Für ein Objekt, was vorher eher ein bisschen brach lag. Ja. Aber auch nochmal in Bezug darauf genommen, was finde ich selber eben auch mal sehr spannend, wenn wir in das Gespräch kommen, um da eben auch so einen 3D-Plan eben anzufertigen, wie sehr du schon diese Projekte eben durchdenkst, was exakt du wo dann eben auch haben magst. Das finde ich selber eben auch sehr spannend. Und finde das eben auch wieder faszinierend, die Geschichten und vor allem die Stories, die du den Wohnungen mit beifügst. Ja. Ja, man will ja den Makler und die Immobilienmakler einfach unterstützen. Mhm. Also ich sehe das eher so, ich bin eine Unterstützung, weil es ist manchmal so für den Makler, ich weiß, wir leben in Tirol, viele Immobilien gehen gleich schnell wieder vom Markt. Aber es gibt auch Problemimmobilien. Es gibt Immobilien, wo der Architekt vielleicht die Räumlichkeiten kleiner geplant hat und da ein super Haus hingestellt hat. Aber für viele Menschen wieder schwer zu ergreifen ist, wie plane ich das jetzt? Was für Möbel tue ich da rein? Ist es mir zu schmal, zu eng und einfach mit den Dimensionen nicht zurechtkommen. Da kann ein Homestager das einfach zu möblieren zeigen, was man draus machen kann. Ich denke zum Beispiel, es gibt Immobilien, wo man sagt, cooles Objekt, schräge Wand eingebaut, schaut architektonisch mega aus. Aber ja. Viele Menschen denken einfach, was mache ich mit der schrägen Wand?
Stelle ich da Kasten davor oder wie schaut es dann aus? Ja? Und das ist dann manchmal auch das Problem, der Bauträger steckt all sein Geld in das Projekt und die eine Wohnung wird dann nicht verkauft, weil sie einfach schwierig ist zu ergreifen. Und da komme ich wieder ins Spiel. Und es gibt auch, was wir vorher angeredet haben, die geerbte Immobilien. Ja? Ja. Viele Menschen, die Immobilienpreise sind so hoch und dann verlangen wir einfach von der Immobilie auch, was eh älter ist, sage ich jetzt mal, wird so als Exposé eingestellt, wird trotzdem zu einem stolzen Preis verkauft. Und dann ist es wieder schwierig für die Menschen einfach zu denken, ja, aber was tue ich da? Muss ich das ausreißen? Wie viel kostet mir das wieder? Und dann denke ich mir auch, es ist besser als Makler einfach zu sagen, ich nehme jetzt ein bisschen Geld in der Hand, schau, dass da einfach das tiptop eingerichtet ist, ausgemalt wird und da einfach mal drin investiert. Weil da hat man Immobilien, was man nicht mehr verhandeln muss, weil die Leute würden nicht reinkommen und sagen, ja, aber die Küche muss neu gemacht werden, der Boden muss neu gemacht werden, es muss ausgemalt werden. Da hat man als Makler auch die Verhandlungsbasis nicht mehr, was einfach auch leicht ist für den Makler nachher das zu vermarkten. Und im Allen, die Kosten, was ein Homestage oder die 3D-Planung dann kostet, dann zum Beispiel wieder zu sagen, ich muss jetzt gleich einmal wieder 60.000 Euro von den Immobilien abziehen, weil es wird nicht verkauft. Ich glaube, dass es einfach mal gut ist, darüber nachzudenken, in dieses Thema einfach mal zu investieren oder es mal zu versuchen. Mhm. Also Niklas, wir wissen, Amerika macht es seit den 90er. Da wird keine Immobilie verkauft, ohne dass es gestaged ist. Ja. Und wie gesagt, mein Motto ist noch immer, das habe ich mal an die Tirolerin auch gesagt und da glaube ich fest dran, wenn wir jetzt uns ein Auto verkaufen, ja, Secondhand, man tut dem auch putzen nicht oder man schaut auch, dass er in Ordnung ist oder keine Dellen mehr hat und er zieht so wieder den besseren Preis. Also so denke ich genau über Immobilien. Man schaut, dass einfach alles tiptop ist. Ja, ich finde, das sogar auch sehr spannenden Punkt nämlich doch auch angesprochen, das glaube ich auch sehr vielen einfach durch den Kopf geht. Das ist immer auch ja die Frage der Fragen, finde ich, wenn es darum geht, zusätzliche Tools und Möglichkeiten einzusetzen. Ist diese Investition wirklich sinnvoll? Also etwas Geld mal in die Hand zu nehmen, vielleicht auch etwas von der eigenen Provision mal wieder zurückzuschrauben, um daran einfach es zu schaffen, einfach eine Möglichkeit zu kreieren, das Objekt sehr schnell, gut und vor allem dann eben auch mit einem rückführenden, positiven Image für sich selber dann halt zu vermarkten. Genau. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du jetzt gerade ansprichst, das Image. Mhm. Oder man will sie doch, jeder will sie doch irgendwie abheben von anderen. Und ich finde auch als Makler, wenn man nur Exposés auf seiner Website hat, war immer die Bilder gleichmäßig tiptop sein, die Immobilien schön eingerichtet sein, hebt man sich quasi auch ab. Mhm. Weil ich würde als Kunde dann auch sagen, da möchte ich mein Exposé drinnen haben, schau dir das einmal an, alles schaut einfach picobello aus und die Erfolge sind dann auch wieder das, ja. Mhm. Also ich glaube, es ist einfach ein Punkt, was ich auch denke, wann man sie wieder auch abheben kann von aller anderen, ja. Ich finde, das deckt sich auch sehr gut, vor allem eben auch mit den beiden Talks mit Vanessa Wenk, von der weiß ich, dass sie Homestaging anwendet, ist halt eben im Raum Karlsruhe, ist halt ein bisschen weiter weg, muss man halt immer mal schauen, okay, wer ist denn überhaupt in der Nähe, der sich eben darum kümmern kann und das dann eben auch wirklich richtig professionell dann eben angeht. Es wird allerdings von vielen, sag ich mal, die ein sehr gutes einen Auftritt nach außen haben, auch bereits eben angewendet. Jetzt ist immer eine Frage, welchen Tipp würdest du denn vor allem dann eben auch mal einem Makler geben, der vielleicht gerade am Anfang steht, also der jetzt gerade startet und sich schon sehr stark überlegen muss, okay, was investiert da? Weil das Angebot wird größer, um eben so ein USP für sich zu kreieren, aufgrund eben digitaler oder eben auch analoger Möglichkeiten. Was ist dein Tipp? Also mein Tipp wäre echt, ist leider wieder ein Spruch auf Englisch, aber think outside the box.
Also ja. ich finde, man muss einfach mal auch einen Schritt wagen, ja, und einfach mal sagen, ich will was Neues, ich will es mal anders angehen. Sicher ist es super zu machen, wie alle bis jetzt gezeigt haben, wie es sein kann. Ja. Aber man merkt auch, ich bin auch jemand, was selber, haben wir auch vorher gesagt, ich bin seit 20 Jahren im Handel tätig, nebenbei gewesen. Verkaufen tut man auch mit Emotionen. Es dreht sich alles um Emotionen. Die Gerüche, wenn man was angreift, wie es ausschaut, und das ist auch der Punkt, was ich sage, als Makler kann man sich da einfach noch stärken. Die schönen Bilder, was man aufstellt, das spricht an. Das ist wie die Emotion, warum jemand sagt, ah, da klicke ich mal weiter, schau mal da mal rein, was der so macht. Das ist auch, wie man sagt, man redet von Digitalisierung. Also mehr und mehr Menschen gehen online. Man sucht nicht mehr an Prospekten wie früher, man schaut online. Also ich schaue jetzt auch, ich will meine Wohnung oder mein Haus verkaufen. Wer bietet was an? Wie hat die schönere Bilder online? Wer bietet was an? Wie sind die Erfolge? Wie schnell verkaufen wir? Und ich weiß, wir sind an der Anfang in Österreich noch mit dem Homestaging, aber wie gesagt, Corona-Krise, 3 Wochen Immobilien verkauft. Ich meine, ich habe wenigstens jetzt einmal das Juhu zum Sagen, es funktioniert, schauen wir es an. Das Feedback war auch da, dass jeder sagt, boah, das hat mega angeschaut. Und monatelang hat sich niemand die Immobilie angeschaut oder richtig angeschaut. Und durch die Emotionen, durch die Einrichtung haben die Leute so das Gefühl gehabt, hey, das ist super, was ist das? Also ich glaube, wir haben sehr viele Möglichkeiten in dieser Branche noch, da sich zu verbessern. Ja, eben mit dem 3D-Plan aus extra, wie wir sie jetzt besprochen haben. Ich glaube, das ist das Zusammen, was einfach das macht. Ja, das Team, was es ausmacht, der Fotograf, was die Bilder schießt, die Leute, was die 3D-Planung fertig machen, ein Homestager wie ich, wie es vielleicht noch mit Emotionen einrichten kann. Es ist einfach das Gesamtpaket. Ja? Und ich hoffe einfach, dass alle Makler einfach jetzt das Thema einfach mal auch mal ein bisschen offen einfach sein für das und sagen, okay, ich habe vielleicht jetzt mal eine schwierigere Immobilien, vielleicht geben wir es mal an. Ja? Mhm. Würde mir das echt wünschen, dass das einfach dass man mal positiv da durchstarten kann. Dann greife ich jetzt mal die gerade genannten Sachen von dir auf und leite das nochmal über, um mal so einen kleinen Versuch zu wagen, in die Glaskugel zu gucken. Was ist denn deine Meinung dazu, wie sich wohl in der Zukunft die Immobilienvermarktung entwickeln wird? Also wirklich aus deiner Sicht heraus, was wird da eventuell noch kommen? Gibt es da irgendwelche Sachen, die noch hinzukommen, was sich ja zusätzlich noch ergibt? Was glaubst du, was passiert so in 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahren? Also ich glaube, dass das genau jetzt der Weg ist, was wir besprochen haben, dass einfach alles wieder mehr über Emotionen gehen wird, weil man sieht jetzt auch Tendenz Corona-Krise, oder man geht wieder zum Bauer nebenan, man versucht jetzt alles wieder irgendwie miteinander zu machen, und das sind die Zusammenhang, glaube ich, den Schlüssel für alles. Und in der Immobilienvermarktung, wie wir besprochen haben, das Digitale wird natürlich sehr wichtig, weil man sehr viel von Abstand jetzt auch macht oder sich die Ideen holt. Und ich glaube, dass es jetzt echt dieser Zusammenhang sich auch weiterentwickeln wird. Und ich glaube, dass man sie da jetzt auch eher wieder abheben wird. Und von mir ist es einfach das Thema, was ich gesagt habe, dass es einfach mehr alles um Emotionen sich bewegen wird, ja. Die guten alten Emotionen. Also ich finde, damals hast du es nochmal ganz gut zusammengefasst, und da bin ich absolut bei dir, dass es immer wichtiger wird, alle Möglichkeiten, die es eben am Markt gibt, zu nutzen, um wirklich die Emotionalität hervorzuholen. Und was ja eben auch möglich ist, das mit den digitalen Tools dann eben zu kombinieren, einfach nach außen hin damit auftreten zu können. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Ende. Also wir haben jetzt halbe Stunde. Doch, eine halbe Stunde. Ich habe ja gesagt, die Zeit geht sehr, sehr, sehr schnell rum. Also wenn man erstmal einmal anfängt, über vor allem so ein spannendes Thema zu sprechen, dass ich glaube, wir könnten auch locker noch 2, 3 Stunden weiter darüber reden. Wahrscheinlich. Ich will aber ganz gerne nochmal so ein paar Eckpunkte halt eben zusammenfassen. Was vor allem dann eben das Homestaging eben ausmacht, ist eben, dass dort Experten draußen sind, wie eben auch die Sophie, die wirklich jahrelang sich damit auseinandergesetzt haben, wie schafft man es in ein Gebäude, in eine Immobilie,
richtige Geschichte einzubauen. Also gerade wenn man jetzt eben auch hinsichtlich zu Imagefilmen zum Beispiel geht, wo ist der Anfang, wo ist das Ende, wo kommt welcher Raum an welche Stelle. Ich habe auch was richtig Cooles von dir schon gehört, was du machst, was dich dann auch schon da geht, zu arbeiten. Also wirklich mal Kaffeeduft ja, genau. irgendwie in die Küche mit reinzubringen. Und all diese Ideen, dieses Outside-of-the-Box-Thinking, ist, glaube ich, genau das, was eben das Homestaging ausmacht und vor allem eben so wertvoll macht. Und ich bin auch der Überzeugung, dass das immer mehr an Bekanntheit gewinnen wird und auch immer relevanter werden wird. Ja. Ja. Ich glaube auch fest dran. Sophie, vielen, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke. Ich danke auch jedem, der jetzt zugeschaut hat und möchte ganz gerne nochmal den Hinweis darauf geben, dass am kommenden Dienstag der nächste Megiso-Mittagstalk stattfinden wird. Und zwar haben wir dort den Geschäftsführer von Wechselgott da. Es ist eine Application, die entwickelt wurde, um Verträge zu überprüfen, alles komplett automatisiert, okay. Hochspannend. Ich will gar nicht mal zu viel dazu verraten, aber es gibt da einfach gewisse Einblicke in diese Thematik, also wieder mal ein komplett anderer Bereich. Nicht vergessen, nächsten Dienstag, 13.30 Uhr, wieder auf Facebook und auch Schalt auf auch ein. Instagram Live. Dann möchte ich mich jetzt für heute bedanken. Vielen Dank, Sophie, dass du mit dabei warst. Vielen Dank bitte an alle. Bitte gern, hat Spaß gemacht. Die zugeschaut haben. Und ich freue mich, euch nächste Woche dann zu sehen. Also super. Bis dahin. Servus. Dann tschüss. Danke.